Unsere Bundesjustizministerin Christine Lambrecht hat wahrscheinlich ein bisschen zu viel Tatort geschaut. Denn dort ist bis auf wenige Ausnahmen der Unternehmer immer der Bösewicht. Doch in der Realität sieht es genau andersherum aus. Die meisten Unternehmer oder das Gros der Unternehmer sind rechtschaffend. Mit dem Gesetzesentwurf zum Unternehmenssanktionsrecht werden jedoch alle Unternehmer unter Generalverdacht gestellt. Und das ist fatal, vor allem für das Bild des Unternehmers hier in unserem Land. Es ist gut, dass sich jetzt im Bundesrat und hoffentlich dann auch im Bundestag ein Widerstand gegen das Unternehmenssanktionsrecht formt.